Gemeinsamkeiten. Ja, er hat wohl schon bemerkt, dass wir irgendwie infiziert sind, aber ihnen ist das völlig Banane. Das ist schon mal sehr schön. Und wir dürfen, glaube ich, jetzt. Ja, Auto fahren! Die Bestien, die das Was? Nordkommando erledigt haben, sind aus dieser Schlucht gekommen. Schauen wir nach, wo sie hergekommen sind und zahlen wir sie ihnen heim. Darf ich jetzt fahren? Ach so, oh, falsche Taste. Ah. Wieso bin ich so nah? Konnte ich nicht weiter rauszoomen? Kann ich nicht erinnern, dass es so nah. Gut, da kann ich durchfahren. Boah. Das ist das Schöne. Wir müssen das Tor aufnehmen. Ja. Wir fahren erstmal alles platt, okay? Interessiert mich nicht. Oh nein, nein, nein. Wow. Auf was Bild hast du denn? Ah. Hallo. Das ist schön, ne? Das Auto hält so viel aus. Glaube ich zumindest. Zumindest sehe ich keine Energieanzeige oder so. Wie fahrt man denn rückwärts? So. Auf was schießt du denn? Ach so, da. Machen das wieder mal ganz schlau. So habe ich das immer gemacht. So, abstellen, so dass er drauf ballert. Mir Rückendeckung gibt. Die Steuerung muss in dem Gebäude dort sein. Das ist geil, ja. Suchen Sie in dem Bunker nach der Steuerung für das. Bin dabei. Das ist echt, also das wäre jetzt mein Tipp für euch, wenn ihr das auch machen wollt. Ja, wenn ihr da auch seid. Stellt den Wagen am besten so davor. Er gibt echt die krasse Rückendeckung, das ist echt genial. So. Auf zum nächsten. Leider kann man nicht reinfahren. Das wäre sonst noch geiler. Ich bin irgendwo fest. Achso. Aua, aua. Hinter mir ist sicherlich einer. Da, ja, ich wusste. Steht irgendwie immer einer. So. Ist das? Ja. Alles klar. Ich weiß zwar nicht welches Tor, aber es scheint irgendwo da zu sein. Machen wir mal hin. Ne, von da kamen wir. Falsch. Stimmt, rechts müsste es gewesen sein. Oder auch nicht. Wo musste ich denn hin? Wieder kein Plan. Da ist kein. Erstmal alles kaputt fahren. Ach, da ist das Tor. Alles klar. Okay, wo sollen wir hinfahren? Ich glaube, ich bin richtig. Ja, hier sind Viecher. Aber scheiße. Triffst du sie? Ich hoffe. Ah, da sind wieder Gegner. Splash, Splash. Da liegt ein kaputtes Auto. War da was? Oh, egal. Da schießt er hin, also sollen wir danach sicherlich nach oben kommen. Oh, das geht sogar gut. Noch ein Tor. Ihr wisst, was zu tun ist. Erstmal alles platt fahren. Da war voll fehl. Falls ihr das gesehen habt, der ist da einen Hechtsprung nach vorne gemacht, anstatt zur Seite. Mhm.
Apropos Autofahren, irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Nitro Speed. Da sind auch noch welche. Oh Gott. Das wird ja echt überall vertreten. Wir sehen, aber Nitro Speed Let's Play. Alles Bullefahren. Du schießt auf den Container. Oder auf die Panzerung, das bringt nichts. Ja. Das war's. Hey, ich hab dich voll getroffen. Der langt ja nur ganz leicht anzufahren. Hier bist du. Okay, so langsam wird meine Energie knapp, wenn ich das nicht. Boah. Triffst du? Ich steig mal kurz aus. War falsch. Irgendwo scheint da was zu sein. Oder auch nicht. Oh, Energie. Gesundheit, wie ihr es immer wollt. Gut, Tor Nummer 1 oder Schalter Nummer 1 ist auf. Ab zu Schalter Nummer 2. Den fahren wir platt. Schon wieder ein Fehlsprung. Springt nach vorne anstatt zur Seite. Was? Wo ist da einer? Ja. Die Viecher sind echt lächerlich. Geh nach Hause. Okay. Wir wollen zu Parts. Oh, und irgendwo ist da. Ach, da ist er. Wichser. Mit den Hammer, die drücken echt gut einen rein. Hammer sei schon. Mit dem Bohrer, die drücken echt gut einen rein. Hier stand wieder auf. Und hier sind auch viele. So. Feierabend. Tor ist auf, ja, es öffnet sich. Wo kommt dieses kleine... Da fliegt was weg. Ja klar, fahre ich die wieder. Okay, dann nix. Juhu! Ich glaube, der lässt auch dumme Sprüche los, wenn wir voll gegen die Wand fahren oder so. Brücke scheint kaputt sein. Ich weiß nicht, oben oder unten rum. Ah, ich denke mal oben. Ja, hier wären wir sonst wieder aufgekommen, stimmt. Wow. War das jetzt richtig? Was ist so? Genau, wir fahren. Doch, da ist wieder sowas, was man platt fahren kann. Das könnte gut richtig leben, ne? Oh, du bist schlau. Dich mag ich jetzt. Ja. Der erste, der zur Seite gesprungen ist. Ja, toll. Gerade wenn ich einen Plattform will. Aber Respekt an ihn, dass er zählen kann, überhaupt so, mit, so versaut, wie ich hier fahre. Boah. Los, diesmal bin ich still. Gut. Weiter geht's. Ach, scheißegal, ob da einer drin ist oder nicht. Der ist noch da. Boah, das ist ein Nest hier, ne? Zwei, ja, die sind ziemlich dicht mit. Den Wagen kann man richtig geil driften. Yeah. Genial. Ah,
ja, ein paar Runden um das Ding gedreht, weil meistens stehen sie auch dahinter. Geht doch kaputt. Oh. Ich muss mich mal kurz dahinter mal kurz verstecken. Ah, der ist drin, ey. Okay, wir gehen jetzt auch rein. Hups! Scheiße, jetzt muss ich alles alleine legen. Ah, das tut's weg. Einfach mal draufhalten. Lol! Ist die scheiß Granate an der Leiche abgeprallt, wie dumm. Aha, ich brauche mal ein bisschen Feuerschutz in dir, genau. Ich will die mal dahin. Oh, wie gut, dass da was lag. So, jetzt bin ich wieder voll. Ich bin ready. Wo? Da. Nummer 1 aktiviert. Hä? Der Fahrersitz. Ach, sicherlich, wenn man im Multiplayer spielt oder was? Ja, auch nicht schlecht. Wie gesagt, die Frage kam auch. Habe ich aber auch beantwortet bei Part 2. Man diese Schlitze auch beim Multiplayer-Modus benutzen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Resistance hier, diese, also vor allem den Teil, den zweiten habe ich auch noch nicht gespielt, noch nie online gezockt, geschweige im Multiplayer-Modus gezockt mit meinem Bruder oder so. Kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht, wie es ist. Och, da will ich doch nicht hin. Ach, jetzt habe ich das Ding nicht aktiviert, oder was? Hä? War doch X oben. Lol. Oder auch nicht. Oh, ich will rein. Ich will rein. Achso. Achso, das ist das Tor. Ich dachte, das wären wieder diese Krabbelviecher. Das hörte sich fast so ähnlich an. So, wo soll man hin? Da ist eine kaputte Brücke. Sieht man nicht, dass ich da rein soll. Da soll ich hin. Das Gebiet ist klar. Weiter hinter den Zaun. Juhu. Die Bestien lassen sich mit Vorliebe in der Nähe von Bevölkerungszentren nieder. Ihre Anwesenheit im entlegenen Somerset war höchst seltsam. Die Schlucht war voller Fabriken, die Pirscher und Feindschiffe bauten. Aber das kannten wir schon. Tiefer in der Schlucht hatten die Bestien etwas viel Gefährlicheres verborgen.